Herzlich willkommen zum Wort für jeden Tag. Da waren Menschenmassen unterwegs. Sie alle hatten nur ein Ziel, sie wollten Jesus sehen. Sie hatten viel von ihm gehört. Er würde Wunder tun, Menschen heilen, die Seele, aber auch den Leib. Und er würde in einer faszinierenden Weise von Gott reden. So, dass die Menschen es verstehen. Und auch so, dass die Menschen direkt, wenn sie seine Worte hörten, gespürt haben, ja, dieser Gott, der sonst so weit in die Ferne gerückt wurde, er ist nah und er hat etwas mit uns Menschen zu tun. Auch ein Mann wollte Jesus sehen an diesem Tag, als die Menschenmassen sich auf den Weg gemacht haben. Er war gelähmt und er hat seine letzte große Hoffnung in diese Begegnung hineingesetzt. Es war außergewöhnlich, dass er vier Freunde hat. Sein Name und auch die Namen der vier Freunde werden im Markus-Evangelium im zweiten Kapitel nicht erwähnt. Und doch ist es bemerkenswert. Diese vier Freunde, sie halten auch an dieser Idee fest. Wir wollen unseren gelähmten Freund zu diesem Jesus bringen. Wir setzen unsere Hoffnung auf ihn. Wir werden ausgelacht, mag sein. Vielleicht werden auch manche Leute den Kopf schütteln und sagen, das ist doch Schwachsinn, was ihr da von Jesus hört und was ihr euch da in den Kopf gesetzt habt. Lasst es gleich bleiben. Und dann waren da noch die vielen Menschen. Würden sie es überhaupt durchlassen? Nein, würden sie nicht. Und doch haben sie gesagt, wir machen uns auf den Weg. Nicht für uns, aber für unseren Freund. Denn der hat es verdient, nach so vielen Jahren im Staub endlich mal eine Veränderung im Leben zu erfahren, vielleicht sogar wieder gehen zu können. Und dann stehen sie vor der Menschenmasse. Kein Durchkommen, keine Möglichkeit, Jesus überhaupt zu sehen, geschweige denn ihn zu hören. Geben sie auf? Lassen sie sich beeindrucken von den vielen Menschen? Nein, sie bleiben hartnäckig. Sie sagen, wir halten daran fest. Das ist heute der Tag und wir machen uns auf den Weg. Und selbst wenn wir dafür für verrückt gehalten werden, wir steigen jetzt auf das Dach des Hauses, in dem Jesus gerade predigt, in dem er ja, von Gott spricht und wir werden sehen, wie er reagiert. Und tatsächlich, allen Widerständen zum Trotz, steigen sie da jemanden aufs Dach. Und sie decken das Dach auf, lassen ihren Freund herunter und ja, Jesus sieht ihn, er wird wahrscheinlich große Augen gemacht haben, und er heilt den Gelähmten. Jesus ist begeistert von der Hartnäckigkeit und auch beeindruckt von dem Glauben, den die vier und auch der Gelähmte an den Tag gelegt haben. Ich mag diese alte Kindergottesdienstgeschichte, diese Geschichte, die ich schon seit Kindestagen an kenne und bin heute immer noch begeistert davon, dass da vier Freunde sind, die sagen, da ist jemand, der kann nicht zu Jesus gehen. Aber wir halten daran fest, auch an unserer Hoffnung, an unserem Glauben, dass es demjenigen gut tun wird, wenn er zu Jesus kommt. Und dann bringen sie ihn dorthin und erleben dieses Wunder. Sie sind hartnäckig und sie halten an ihrem Glauben fest. Ich merke, dass ich heute auch diese Hartnäckigkeit brauche. Oft stehen da auch Menschenmassen mittlerweile vor mir, die sagen, was hältst du noch am christlichen Glauben fest? Warum ist dir das überhaupt wichtig? Warum setzt du deine Hoffnung auf Jesus? Warum setzt du deine Hoffnung auf Gott? Und da tut es mir gut, wenn ich noch Freunde an meiner Seite habe, die mir sagen, doch, bleib dabei. Mach dich auf den Weg. Vielleicht müssen sie mich nicht selber dahin tragen, zumindest nicht meinen Körper, aber meine Gedanken dorthin tragen. Das machen die Freunde, die mich darauf aufmerksam machen, wie wichtig das ist, am Glauben festzuhalten. Denn dieser Glaube ist es, der mir Kraft gibt, nicht aufzugeben, der mich nicht ins Bodenlose fallen lässt und mir meine Hoffnung lässt. Und dieser Glaube lässt mich aufstehen. Der Gelähmte, er hat nach der Begegnung mit Jesus die Kraft, wieder aufzustehen.
kann seine Matte nehmen und gehen. Und das ist auch Glaube. Wir bekommen neue Kraft, aufzustehen und zu gehen und etwas zu tun, nämlich uns einzusetzen für andere, so wie die vier Freunde sich eingesetzt haben für ihren gelähmten Freund. So nehme ich auch die Botschaft aus dem Glauben wahr, dass sie mir sagt, mach dich auf und schau mal, wer ist gerade gelähmt, wer kann gerade nicht mehr gehen, wer hat keine Kraft, wer braucht dich? Das Schöne an dieser Geschichte ist ja, sie zeigt mir, dass ich im Glauben beides sein kann. Ich bin der, der getragen werden muss. Dann, wenn ich schwach bin und wenn mir die Kraft fehlt und ich diese Freunde an meiner Seite brauche, um mich zu Jesus zu bringen, mich an meine Hoffnung zu erinnern. Im Glauben werde ich aber auch aufgefordert, andere zu tragen, anderen zu helfen. Und ich mache euch Mut, darüber nachzudenken, wer ihr gerade seid in dieser Geschichte. Seid ihr diejenigen, die gerade getragen werden müssen? Dann lasst euch tragen und erfahrt, dass Gott ja euch nicht loslässt. Vielleicht seid ihr aber auch gerade in einer anderen Position und habt gerade die Kraft, mal genau hinzuschauen. Wer braucht gerade eure Hilfe? Und an welcher Stelle muss ich hartnäckig bleiben, um ja diese Hilfe auch zu geben? Mich nicht sofort erschrecken lassen von den Umständen, die vielleicht gewaltig auf mich einprasseln. Amen.